Ja, war ja recht viel Geschichte jetzt in der letzten Folge. Also da konnte ich ja eigentlich fast gar nichts sagen. War ja nur Zwischensequenz, glaube ich. Bin ich mir jetzt unsicher. Aber heftig. Also hier ordentlicher Aufstand, was man ja so erwartet hat. Sag ich mal, aber was mit Zoe abgeht, das ist kurios, finde ich. Zumal sie ja eigentlich. Sie hat sich da so hin und her teleportiert. Und jetzt wacht sie da in dieser komischen Einrichtung auf. Und da hören die. Da wechseln die dann wieder auf einmal. Könnte natürlich sein, dass sie die ganze Zeit in dieser Einrichtung war und geträumt hat, dass der. Alles, was wir bis jetzt gespielt haben, ein Traum war. Kann ich mir aber gar nicht so genau so recht vorstellen. So. Ich bin stolz auf Sie. Ich hätte es Ihnen nicht verübelt, wenn Sie nach dem Angriff auf die Enklave aufgegeben hätten. Aber hier sind Sie, bereit, den Kampf zu Ende zu führen. Auf den Schultern dieses Mannes lastet heute Abend so viel. Ich hoffe, Sie sind kräftiger, als Sie aussehen. Sonderlich kräftig sehen Sie nämlich nicht aus. So, und wer ist das da eigentlich? Dieser Lackel Falk? So, die quatscht uns jetzt bestimmt voll, die Hirtin. Ja, die guckt schon. Die Hirtin gibt sich immer noch die Schuld dafür, dass sie Liko hier behalten hat. Aber letztlich war es meine Entscheidung. Eben. Und wenn er mit nach GN gekommen wäre, dann wäre sie jetzt tot. Da haben wir es nämlich. Da wäre sie nämlich wahrscheinlich tot gewesen. Und vielleicht noch ein paar mehr. Und er. Vielleicht auch, vielleicht nicht. Ah, hier gibt es so viele Möglichkeiten. Das müsste man ja mehr als einmal durchspielen, also mehr als ein zweites Mal durchspielen. Ich bin eurer Göttin so dankbar, dass sie euch zu mir zurückgebracht hat, Kien. Unverletzt. Und rechtzeitig, um an der Seite eurer Brüder und Schwestern zu kämpfen. Und rasiert. Es tut mir leid, dass ich mich euch widersetzt habe, Hirtin. Es tut euch leid? Kind, ihr habt das Richtige getan. Ich war blind vor Furcht. Ich wünschte nur, Liko hätte meine Anweisungen missachtet und wäre mit euch nach GN gereist und nicht. Naja, hat er ja, mehr oder weniger. Was ich auch sagen würde, nichts könnte ihre Schuldgefühle lindern. Hätte er das getan, wäre die Hirtin tot. Wenn Liko mit nach GN gekommen wäre, würde er wahrscheinlich noch leben. Ich weiß es nicht. Hätte er das, dann wärt ihr heute nicht mehr unter uns. Vielleicht. Aber er wäre am Leben und könnte kämpfen. Was kann ich schon tun? Seht euch um. Menschen und Magische vereint. Dazu wäre es ohne euch nicht gekommen. Liko wäre stolz gewesen, an eurer Seite zu kämpfen, Kien. Und ich bin stolz, euch als Freund zu bezeichnen. Ihr seid so weit über den gebrochenen Mann hinausgewachsen, der vor vielen Monaten in der Enklave ankam. Ihr habt an mich geglaubt, Hirtin. Das ist es, was mich gerettet hat. Ich habe nur eine kleine Rolle gespielt. Ihr habt angefangen, wieder an euch selbst zu glauben. Das war das Entscheidendste. Möge eure Göttin weiterhin über euch wachen. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, von allen Gottheiten, die unsere Reiche der Sterblichen behüten. Geht jetzt. Kämpft. Bewahrt uns alle vor dem Chaos. Ja, du machst halt nichts dann, oder wie, oder was? Wer ist sie denn hier eigentlich? Kann sie auch gar nicht anquatschen. Sieht auch vom Charaktermodell nicht so aus, als ob man mit der reden könnte. Es tut mir leid, dass ich je an euch gezweifelt habe. Was ihr für die armen Gefangenen auf GN getan habt. Ich werde euch in die Feuer der sieben Höllen folgen, wenn ihr mich dazu auffordert. Mhm. Ja, sind ja richtig viele Leute hier. Tja, mit ihr könnte ich noch sprechen. Seit jener Nacht, als ich nach GN aufbrach, hatten wir keine Zeit zu reden. Das war unangenehm. Und sie bleibt noch. Wenn Na'ane nicht hier gewesen wäre, um Ino zu heilen, ich will gar nicht daran denken, was vielleicht geschehen wäre. Das war eine wirklich gute Ansprache.
Ich bin sicher, jemand wird das eines Tages in einem Schauspiel verarbeiten. Ihr wisst schon, einer dieser mitreißenden, heroischen Monologe vor dem letzten Akt, bevor alle sterben. Ich sage nicht, dass alle sterben, ich sage nur, Liko hätte das gefallen. Das hoffe ich. Oh, ich weiß es. Ihr empfand so viel Respekt für euch, obwohl ihr Jungs... Ich sage nicht, dass er euch mochte, aber es gab da Respekt. Er hätte euch nicht wirklich getötet, wisst ihr, nach dem hier. So war er nun mal, eben Liko, ich weiß. Wenn das hier vorbei ist, werden wir sein Andenken ehren. Ich glaube, wenn wir diesen Krieg gewinnen, wäre ihm das viel wichtiger als eine schöne Grabrede. Dann kämpfen wir heute für Liko, für den sehenden Bob, für alle, die wir verloren haben. Und für alle von uns, die noch leben. Vergessen wir die Lebenden nicht. Für uns alle. Ja. Ich habe echt Angst. Ich meine, ich würde das sonst keinem erzählen. Aber es ist so. Ich will nicht sterben. Ich weiß, ich sage den Leuten ständig, ich sei bereit zu sterben, aber... Ich weiß. Und ich kann euch nicht sagen, dass es nicht passieren wird. Denn das könnte es. Toll. Gut zu wissen. Sehr tröstlich. Wenn ich wirklich sterbe, dann bin ich wenigstens für etwas gestorben. Stimmt's? Etwas Wichtiges. Mein Leben hatte eine Bedeutung. Das ist doch was. Stimmt's? Stimmt. Naja. Viel Glück, Kian. Wie sagt euer Volk noch? Ich hoffe, die Göttin lächelt euch zu. Und um ehrlich zu sein, mir auch. Ich meine, sie ist nicht meine Göttin. Trotzdem wäre mir ein Lächeln lieb. Schon ein kleiner Schmunzler. Und vielleicht ein Zuzwinkern. Eigentlich würde jedes Zeichen der Bestätigung genügen. Heute Abend möchte ich einen guten Stand bei allen Göttern, Göttinnen und geschlechtslosen Gottheiten haben. Braucht die überhaupt einen Gesprächspartner oder einfach nur einen, der da dasteht und den sie voll quatschen kann? Ja, dann werden wir wohl mal mit ihr quatschen müssen. Was muss ich eigentlich tun? Nicht. Achso, dann kann ich mich wieder hinsetzen. Anna, Elena, wir haben noch nicht... Ja, schon gut, ich bin nicht... ...miteinander geredet und... Tut mir leid. Was wolltet ihr sagen? Nichts. Macht euch keine Gedanken darüber, Kian. Wirklich nicht. Ich bin froh, dass ihr in einem Stück zurück seid. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Dann können wir reden. Danach. Gut. Ja. Danach. Wir sollten wirklich... Inu und ich werden Förders zum Apparathaus in den Grünanlagen eskortieren. Wir passen auf ihn auf, während er tut, was auch immer er tun muss. Kian, seid ihr sicher, dass wir ihm trauen können? Haben wir eine Wahl? Ja. Ich glaube, wir können. Gut. Er wird bereit sein, wenn ihr einen Weg in den Turm gefunden habt. Ami hatte etwas erwähnt. Utana erfuhr aus einer vertrauenswürdigen Quelle von meiner Reise nach GN. Ich frage mich, ob sie Utanas vertrauenswürdige Quelle ist oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Wir haben andere Sorgen. Ich meine, wir haben es gesehen, sie war es, aber ich würde es schon gerne so erfragen, so aus Kians Sicht, aber... Ja... Hier spielt tatsächlich alles, oder fast alles, was man macht, eine Rolle. Da traut man sich gar nicht mehr, irgendeine Entscheidung zu treffen. Ob sie Utana... Danke. Das ist alles? Danke? Wir sehen einander vielleicht nie wieder und... Worte können die Kluft zwischen uns niemals überbrücken. Ich kann ihr nicht geben, was sie sich am meisten wünscht, aber... einen Kuss kann ich ihr trotzdem gewähren. Ich kann ihr nicht alles geben, was sie sich erhofft, aber... Ich kann wenigstens etwas sagen, durch das sie sich besser fühlt. Wir werden einander wiedersehen. Wirklich? Naja, wenn ihr es sagt. Ihr habt noch viel über Frauen zu lernen, Kian. Aber ich schätze, das sollte mich nicht überraschen. Elena, brechen wir bald auf? Denn ich fürchte, wenn wir noch lange warten, werde ich mich irgendwo zusammenkauern und niemand mehr nützen. Die Straßen sind voller feiernder Leute und die Asadi halten sich zurück. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Diese ganze Erntefestsache macht sie verrückt. Viel zu heidnisch für unsere frommen Besatzer. Ich werde einen Weg ins Herz des Turms finden. Wir werden warten, bis ihr Kontakt mit uns aufnehmt.
Glaubt ihr immer noch, dass ihr den Apparat aus der Ferne abschalten könnt, Ferdus? Mit eurer Hilfe, klar. Und solange sie nicht die Rohrverbindung getrennt haben. Ja, ich glaube schon. Ich weiß, sie warten auch darauf, dass die abschließenden Berechnungen zum Turm geschickt werden. Wenn wir uns also beeilen? Dann lasst uns keine Zeit mehr verschwenden. Gelangt einfach in den Turm, findet den Apparat und meldet euch über das Sprechrohr bei uns. Ich führe euch durch die Schritte, die nötig sind, damit ich die Kontrolle übernehmen kann. Und dann lasse ich den Apparat abstürzen. Abstürzen? Abstürzen? Was ist denn los? Warum sagen alle abstürzen? Hat es einen Unfall gegeben? Wenn wir ihm die falschen Anweisungen zuführen, hört der Apparat auf zu arbeiten. Wie ein Wolkenschiff, das abstürzt, in einen Berg kracht. Es klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir werden wohl darauf vertrauen müssen, was ihr sagt. Ich habe jahrelang am Apparat gearbeitet. Ich weiß, wie er funktioniert. Seid ihr bereit, Leute? Ich bin sowas von bereit. Ich meine, nicht richtig, weil ich keine Ahnung habe, was wir machen, aber so bereit, wie ich je sein werde. Nicht, dass ich mich bereit fühlen würde. Mir ist es lieber, einen Gegner zu bekämpfen, den ich sehen kann. Und ich verstehe nicht, was dieser Apparat ist oder wie Ferdus ihn anhalten will oder was er macht, aber... Also, wie sieht's aus, Leute? Gehen wir. Passt auf euch auf, Kian. Wenn ihr sterbt, nehme ich euch das richtig übel. Finde einen Weg in den Turm. So, jetzt können wir endlich wieder... Was geht da ab? Bei der Göttin. Das Erntefest scheint Menschen zu Tieren zu machen. Die Erntemondnacht muss den Makurian sehr wichtig sein, wenn sie bereit sind, solche Narren aus sich zu machen. Ja, hier geht ganz schön was ab. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Ach so, der General hat es ja auch gesagt. Überall ist Magie drin, ne? Im Luft, in der Wind, in jedem Ding. Und das ja dann hieß, der Prophet ist hier dieser... Lass die Hexe brennen! Diese böse Dunkelheit, die alles zerstören will. Könnte das natürlich dann sein, dass die Seuche, die sie da entwickeln, beziehungsweise der Apparat dann alle zerstört. Nicht nur die magischen, sondern halt alle. Alle sind betrunken, ungehemmt, aufgeregt. Das könnte ganz schnell ganz schön schief gehen. Lieber gab ich in der endlosen Wüste Brunnen. Um ihren Wachdienst heute Abend beneide ich sie nicht. Ich glaube nicht, dass sie das Fest sonderlich genießen. Könnte dann halt auch zum Problem werden, wenn die ganzen... wenn die ganzen Sufis dann anfangen, Krawall zu machen gegen die paar Wachen. Wir verpassen noch den Beginn der Zeremonie. Sie stellen sich für die Zeremonie auf dem Turmplatz an. Sie müssen neugierig sein. Und andere nicht ein. Die Wachen überprüfen jeden, der durchs Gönnertor zur Zeremonie auf dem Turmplatz will. Zu pissen. Wie sie hier alle in die Ecke winken. Ach nee, der winkelt gar nicht. Der macht's wieder einen Alteren. Na gut, der hier hat es schon hinter sich. Hä? Okay. Ich dachte, den kann man auch noch inspizieren. Wir haben jeden Rest von Selbstbeherrschung verloren. Es schmerzt, ihn zuzusehen. Als mich in Markuria nochmal zum Dienst zu nehmen. Wenn wir Glück haben, brennen sie die Stadt nieder. Und dann können wir alle nach Hause. Diese Göttin verdammt. Was mal ein Ritual. So viel saufen wie geht. Was? Ja, guter Hegwan. Du bist so ein guter Hegwan. Wer spricht denn da? Das Krähe? Versammelt euch, Freunde. Kommt herbei. Euch allen eine überaus freudvolle Erntemondnacht. Seht es mit an. Ein magisches Scheusal ist in dieser heiligsten aller heiligen Nächte unter uns erschienen. Das ist eine Beleidigung des Anstands und des Menschseins. Ein viehisches, gefiedertes, plapperndes Federvieh. Na schön, der Scherz geht auf meine Kosten. Jetzt macht den Käfig auf. Es spricht mit der Stimme des großen Nekromanten. Der Stimme des großen... wie bitte? Halte die Luft an, gefiederter Diener des Schattens.
Lass deinen schamlosen Schnabel geschlossen! Die Sache mit dem schamlosen Schnabel kann ich nicht abstreiten. Aber was hier mit dem Feuer im Gange ist, gefällt mir ganz und gar nicht. Ich rieche verkohlte Federn. Schon bald beginnt die große Zeremonie. Und der große Apparat leitet eine neue Ära der Vernunft, der Logik und des Menschseins ein. Und ein Ende der Zauberei. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser schändliche Frevel die Nacht mit seinem Gekrächz und seinem fedrigen Unflat vergiftet. Das falsche Federvieh hat mich schon einmal verspottet und einem mannhaften Mitstreiter, einem folgsamen Freund der Sache, großen körperlichen Schmerz und Unbehagen bereitet. Dieser treue Gefährte kann vielleicht nie mehr trinken, ohne zu tröpfeln. Und das nur wegen dieser Laune der Natur! Ich, Honor Hilaris, Kandidat und treuer Diener der Menschheit, werde persönlich das Feuer entzünden, um Makuria von diesem letzten Überbleibsel kranker Magie zu befreien, unsere uralten menschlichen Traditionen zu ehren und... Schwafelnder Feigling! Wann haltet ihr endlich die Klappe und verschwindet einfach? Die Leute haben eure rassistischen Tiraden satt. Wenn irgendjemand hier auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte, dann ihr! Den armen Vogel zu töten, ist das völlige Gegenteil dessen, worum es beim Erntefest geht. Wie könnt ihr behaupten, die Menschlichkeit zu vertreten, wenn ihr überhaupt nichts Menschliches an euch habt? Hört, hört! Und ihr? Ihr solltet Zwietracht verhindern, oder nicht? Wann hattet ihr vor, dem hier ein Ende zu setzen? Wollt ihr einfach zulassen, dass dieser Irre Vögel verbrennt und in der Stadt, die ihr beschützen solltet, zu Gewalt aufhetzt? Wir mischen uns nicht in örtliche Traditionen ein, meine Dame. Oh doch, misch dich ein. Niemand hier hätte was dagegen, da bin ich sicher. Örtliche Tradition? Örtliche Tradition? Diese Farce hat rein gar nichts mit örtlichen Traditionen zu tun. Wir verbrennen arme, schutzlose Tiere in der Erntemondnacht nicht auf dem Scheiterhaufen. Oh, das ist kein Tier, oder? Was? Ich meine, es ist ein magischer... Ein sprechender Vogel, kein Tier, an und für sich. Vom Fachlichen her hat der Mann nicht Unrecht. Das muss ich ihm lassen. Natürlich ist es ein Tier. Ob magisch oder nicht, es ist ein Lebewesen und ihr solltet diesem Treiben sofort Einhalt gebieten. Ja, genau wie sie sagt. Tut mir leid, meine Dame, aber solange kein richtiger Mensch zu Schaden kommt, können wir nicht eingreifen. Verdammter Feigling. Ich frag den Vogel. Das gilt für euch alle, vor allem das Schwein da. Feiglinge! Dieser Mann schon wieder. Hilfe! Hier drüben! Gewisse arme, fehlgeleitete Personen scheinen der Meinung zu sein. Was willst du, Vogel? Ich habe keine Zeit für... Ich kenne dich. Ich habe gravierte Bilder gesehen. Du bist Kian. Nicht so laut. Wo hast du diese gravierten Bilder gesehen? Ich habe einige Zeit in Sadir verbracht. Ich bin Krähe. Ein Freund von April Ryan und Zoe Castillo. Du warst ein Freund von April? Freund, Partner, Sidekick. Ich bin nach Makuria zurückgekehrt, um dich zu finden, ob du es glaubst oder nicht. Und weil du der Grund dafür bist, dass ich in der Klemme stecke, musst du mir helfen. Am besten schnell, denn wenn das hier so läuft, wie es aussieht, wird mir bald sehr, sehr heiß. Tut mir leid, Vogel. Aber ich muss einen Weg in den Turm finden und die Zeit läuft mir. In den Turm? Den Asadi-Turm? Das große weiße Gebäude, das bis in die Wolken reicht? Ich kenne einen Weg in den Turm, einen geheimen Weg. Hol mich aus dieser Todesfalle raus, dann bringe ich dich in den Turm. Das schwöre ich bei meinem Schlüpflingsnest. Wenn du lügst, drehe ich dir deinen dürren Hals um. Flügel aufs Herz. Wenn ich lüge, will ich tot umfallen. Was vielleicht ohnehin bald passiert. Beeil dich, dieser Irre wird nicht ewig Reden schwingen. Tja, naja, aber wie mache ich das? Was machst du denn? Sprich nicht mit mir, sondern finde einen Weg, mich zu retten. Feuer bringt uns allen das Licht in die Sterne an. In dieser Stadt haben sie Badewannen für Vögel. Die Nordländer sind ein komisches Volk. Ihr seid hier, um zu erleben, wie der Scherge des Nekromanten brennt, nicht wahr? Das scheint mir ein naheliegendes Ziel für Sabotage zu sein. Wie ihr alle wisst, bewerbe ich mich um die Leitung der Stadt.
Makurischer. Ich bräuchte meinen Becher. Ach, die strotzen nur so vor Sünde. Welche ist am wenigsten verdreckt? Nein. Dieser Vogel ist nur der dürftige Auftakt unseres Feldzugs. Wir waren nachsichtig mit den Magischen. Nachsichtig mit jenen, die Zauberei unterstützen und Nichtmenschen aufnehmen. Schluss damit! Das endet heute Nacht mit reinigendem Feuer. Auszuhalten. Klingt, als stünde Hilleris kurz davor, sein irres Geschwafel zum Abschluss zu bringen. In Kürze werde ich meine Fackel an diesen Holzhaufen halten und wir sehen den Vogel brennen. Aber genug geredet. Dieser geflügelte Dämon, dieses Zeichen der Zauberei, diese Beleidigung der Menschheit muss brennen! Muss er? Ach, müssen ist ein so starkes Wort. Ich bin nicht sicher, ob ich es in diesem... Brenne, formwandelnder Nekromant! Brenne! Oh Mann, es geht los! Es will nicht brennen. Verflucht sei dieses billige, importierte Heu. Wahrscheinlich bei nichtmenschlichen Bauern gekauft. Ach, vergessen wir das! Brenne, gefiedertes Untier! Untier? Nein, nein, nein! Menschsein, Scheiße. Hat so nicht geklappt. Ich könnte... Nein. Ich muss einen Weg finden, Hilleris und die Zuschauermenge loszuwerden, bevor sie mir den Käfig holen kann. Ach ja, der offensichtliche Weg, der klappt irgendwie immer nicht. Ich glaube nicht, dass sie hier sind, um sprechen zu hören. Dunkle Zauberei. Sie werden nur vom Spektakel angezogen, wie die Motten vom... Magische Zuzügler. Ja, Nekromantie. Das ist der Grund. Bevor wir diesen Vogel verbrennen, lasst mich euch ein paar Dinge... Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Sie haben über... Die Kinder scheinen wegen der Ernte besonders aufgeregt zu sein. Ich habe die Jamswurzeln probiert und verstehe das völlig. Ich meine, da Wasser drauf zu kippen, nützt nichts. Schön gehalten werden, aber sie übertragen schlimme Fieber. Der Vogel sitzt dort fest und der Scheiterhaufen wird bald entzündet. Wenn ich nichts unternehme, wird er verbrennen. Und mit ihm meine einzige Chance, in den Turm zu gelangen, wie gering sie auch sein mag. Ich die Tage gezählt und jetzt mittendrin weiß ich kaum, was ich mit mir anfangen soll. Hey, das ist Krees Stimme. Tja, naja, also da ich die Folge eh beenden muss, werden wir erstmal sehen, wie wir hoffentlich Krähe retten können, weil ich finde den sprechenden Vogel eigentlich ziemlich cool. Vor allem ihn hier. Gut, dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.